Erstes Urteil nach Erstürmung des US-Kapitols. Die Hochsicherheitszäune um das Parlamentsgebäude in der US-Hauptstadt Washington waren dieser Tage gerade erst abgebaut worden. Nun hat, nach der Erstürmung des US-Kapitols Anfang Januar, hier Archivbilder, ein Gericht ein erstes Urteil gesprochen gegen einen der mehr als 535 Angeklagten. Man verurteilte am Montag einen 38-jährigen Mann aus Florida zu 8 Monaten Haft. Er hatte sich schuldig bekannt, am 6. Januar dieses Jahres als Teil einer Menschenmenge den Sitz des Parlaments gestürmt zu haben. Dabei waren 5 Menschen gestorben. Die Gesetzgeber waren damals zusammengekommen, um den Wahlsieg des heutigen demokratischen Präsidenten Joe Biden formell zu bestätigen. Zuvor hatte dessen republikanischer Vorgänger Donald Trump ohne Vorlage belastbarer Beweise erklärt, der Sieg Bidens beruhe auf Wahlbetrug.